Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zum kleinen Let's Show Ranch Simulator. Ja, 2024. Bin jetzt hier bei meiner Horse Farm sozusagen. Und ich habe mir mal gedacht, ich habe da ein bisschen gebaut und allem drum und dran und zeige ab und zu mal was. Aber ich wollte es auch auf YouTube mal zeigen. Ich habe mir ein Häuschen gebaut. Und habe hier oben gebaut. Als ich gemerkt habe, dass man hier oben bauen kann, habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich eine richtig geile Sache, um einfach hier so ein Hütchen zu bauen und allem drum und dran und seine Farm ein wenig, ja, Stylo Milo zu machen. Der Grund ist, je größer die Farm ist, desto mehr Probleme gibt es. Und dementsprechend habe ich verschiedene Farmen gebaut und gucke, ab wann es Probleme gibt. Und so weiter und so fort. Und ja, die Devs kriegen es einfach nicht geschissen. Hier bin ich noch am Überlegen. Wie gesagt, ich erkläre euch ein bisschen, zeige euch so ein kleines Let's Show, was ich alles so gebaut habe und allem drum und dran. Und nebenher gucke ich tatsächlich noch ein Video und habe mal ein bisschen probiert, wie das ist mit zum Beispiel Umbauen beziehungsweise mit Aufnahme, sodass ihr die Desktop-Sounds nicht hört, aber Ranch Simulator hört. Müsste eigentlich drin sein. Aber in der Regel ist es ja relativ wurscht. So, wir spielen auf gemixten Sachen. Einfach um die höchstmögliche FPS rauszukriegen. Beziehungsweise ich habe das Spiel auf 120 FPS gefixt. Ich versuche das halt größtenteils so hinzukriegen. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, hier oben. Wenn Leute mitspielen wollen, habe ich mir gedacht, kann man hier bestimmt Bäume mal so ein bisschen abfällen und gucken, wo man noch ein Häuschen bauen kann. Ich glaube, es geht sogar hier weiter hinten, weswegen ich noch nicht so, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, ob ich das hier, ob man hier da was machen kann oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ich Baumstämme brauche, werde ich hier erstmal alles abbauen und dann gucken, ob man da vielleicht noch ein Häuschen bauen kann. Aber für mich reicht es erstmal, obwohl ich auf der anderen Seite meistens sowieso unten im Dingsbums haue. Machen wir mal MSI Afterburner ab. Ja, ist schon krass, ne? Die CPU wird extrem warm. Aber es wird sowieso alles nur. Ranch Simulator hat immer noch das Problem mit Multicore-Threading. Das bedeutet, ich verstehe nicht, wie bei 33%iger CPU-Auslastung das Ding so heiß werden kann, trotz 360er Radiator. Bei anderen Spielen ist das nicht der Fall. Das liegt aber daran, dass wahrscheinlich ein Core dementsprechend extrem warm wird. Oder die ganze Zeit alles rendert, weswegen es zu Fehlern kommt. So, andererseits, was mir auch aufgefallen ist, für die Leute, die Probleme haben mit irgendwelchen Funktionen. Bei mir fängt es so ab Tag 65 an. Das ist jetzt die dritte Farm. Ich habe die vegetarische Farm, ich habe die 1KK-Farm, die aber auch nicht mehr funktioniert, weswegen ich keinen Bock habe. Und habe jetzt hier die Horse-Farm angefangen, wo ich halt mein Geld größtenteils mit Pferden mache, aber auch andere Tiere habe. Dementsprechend zeige ich euch das mal hier hinten. Ich habe die, wie es so üblich ist, die normalen Sachen habe ich halt stehen lassen. Wird ein kleines Let's Show, wie ich den Tag so gestalte, wie ich dort halt auf der Farm arbeite und allem drum und dran. Hier fand ich das persönlich ganz gut. Hier so einen kleinen Dingsbums zu machen. Sekunde, muss ich erstmal das Licht anmachen. Hier ist eigentlich der Holzvorrat. Größtenteils sind die Bretter noch von, habe ich nicht gefarmt, sondern noch hier. Wie man sieht, habe ich hier das unten das komplett abgeholzt. Und da sind halt noch einiges an Brettern umgegangen, weil ich noch nicht so viel gebaut habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn man Bäume nachfällen kann und alles, kann man sich auch so schöne Wege mit diesen Dingern machen. Das hat bei dem einen oder anderen, dem ich das gezeigt habe, hat das sehr viel Spaß gemacht. Hat gemeint, hey, das ist ja eine coole Idee. Und da habe ich mir gedacht, ja, es ist immer, während nach der Arbeit ist das eigentlich in meinen Augen immer noch ein ganz gutes Spiel, um einfach mal ein bisschen abzuschalten, wenn man nichts Großes anfangen will, weil ne, man muss halt nächsten Tag wieder aufstehen. Und da kann man so ein paar Sachen bauen, ein bisschen rumchillen. Und dementsprechend werde ich das hier auch so machen. Ja, ich habe hier noch nichts gemacht. Das bedeutet, wir fangen gleich mit dem Tag an, mit dem Let's Show, wie was läuft. Hier habe ich erstmal 4 Ziegen. Das sollte auch ausreichen. Ich wollte schon Käse herstellen, aber nicht so extrem viel. Ich denke mal, eine Kanne pro Tag sollte ausreichen. Und ich habe das halt so aufgebaut, dass die genug Platz haben, auch genug zu fressen haben.
und ich abends immer hier ein bisschen was brauen kann. Das sind ungefähr 10 Portionen Käse, die ich machen kann. Bei den Kühen werde ich das so machen. Das sind Rindfleischkühe, aber das, da kommen wir, da, kommen wir später dazu. Und von daher, ja. Und dementsprechend mache ich halt immer 5-5. Ja, das sollte eigentlich ganz gut sein. Hier sammle ich noch ein bisschen Dünger, weil ich will halt gucken, dass ich hier so wenig wie möglich, dass ich alles alleine hinkriege, aber halt auch selbst versorgen kann. So, dementsprechend, das hat hier angefangen mit Rindfleisch, weil das in meinen Augen am leichtesten ist. Hier habe ich schon das Gehege für die Milchkühe vorbereitet. Da werden wahrscheinlich auch 3 Kühe reinsetzen. Ich bin mal gespannt, ob das ausreicht. Weil hier, ich denke mal, die Kühe werden hier nicht drüber laufen, so dass ich drüber springen kann. Und hier wollte ich einfach Wege machen, damit man mal ein bisschen rein, bisschen Dingsbums reinkriegt. Ein wenig, hier muss ich noch ein bisschen bauen, dass man da ein bisschen Konstrukt reinkriegt. Ein bisschen, ja, nicht Konstrukt, sondern ein bisschen was. Ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall Rindfleischkühe, soweit so gut. Die können jetzt erstmal erwachsen werden. Die normalen Kühe oder auch generell das Zuchtvieh, was ich ein bisschen reduzieren will, habe ich benannt. Hier die Benita und den Richard. Alles andere kommt halt in den Schlachter. Hier werde ich nochmal, wie gesagt, 3 Kühe wahrscheinlich, halt von jeder Sorte ein und dann gucken, wie sich die Farm verhält. Hier habe ich ein bisschen Bienen gefarmt. Da mache ich aber jetzt eigentlich auch seit längerer Zeit nichts mehr, weil es einfach extrem viel ist. Aber zum Let's Show können wir mal einen kompletten, können wir mal ein komplettes, können wir alles mal durchmachen. Beziehungsweise alle Aufgaben einmal erledigen. Und dementsprechend einfach mal rum. Also viel, ich habe jetzt hier keine großen Pläne mehr. Ich habe alle Achievements erreicht. Ich habe genug Geld. Aber es ist einfach, wie gesagt, eher so ein bisschen chillen. Also von daher ganz entspannt. Ich denke mal, der ein oder andere Farmer wird das halt verstehen. Ich werde alles jetzt machen. Ich muss jetzt tatsächlich auch nochmal hier die Silos nachfüllen. Davon habe ich ein paar. Interessant sieht es hier jetzt nur halbwegs aus. Noch nicht so ganz, aber das kommt noch. Und dementsprechend, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So, warte mal, wie sieht es denn aus? 1,4 Gamma-Wert. Das Interessante ist, was ich auch ein bisschen komisch finde, um ehrlich zu sein, ist, dass es gefühlt mit mit FSR ein wenig besser läuft als mit DLSS von Nvidia. Wahrscheinlich, weil die mehr mit dem Spiel, weil die Entwickler wahrscheinlich dort die Optimierungsarbeiten ein wenig tiefer sehen und beim Rest denken sie halt, DLSS wird schon regeln. Hält sich in Grenzen. Aber naja, wie gesagt, die sollen lieber die Main-Bugs fixen, weil ich hatte eigentlich schon mal Interesse, eine richtig große Farm aufzubauen mit mehreren Gehegen und größer als hier und nicht einfach nur irgendwelche leeren Bauten, die keine Dingsbums brauchen, sondern wirklich mal eine Produktionsfarm, größere Herden, mehr als, was weiß ich, 2 oder 3 Schweine, genauso wie Kühe, aber bei der anderen 1KK-Farm, also bei der Millionenfarm, die ich angefangen habe, fängt es halt schon an. Das ist hier tatsächlich auch schon so ein bisschen ein wenig, weil irgendwie aus irgendeinem Grund, ich habe eine bessere, größere Hühnerzucht gebaut und da fangen meine Eier an nicht, also die befruchteten Eier fangen dann nicht mehr an zu schlüpfen. Dementsprechend muss ich das so ein bisschen testen. Ich habe eine Sache gecheckt. Bedeutet, wenn du Restart, also neu geladen hast, sind die Eier wieder auf Default eingestellt. Das bedeutet, das sind dann wieder normale Eier. Sprich, nach jedem Reload oder nach jedem Neustart des Spiels musst du die befruchteten Eier wieder in den Korb stecken und dann siehst du, dass es halt nur normale Eier sind.
Und dementsprechend ist das alles leider ärgerlich. Also dann muss man die ganzen Eier neu setzen. Ich weiß nicht, ob es wieder den, wie heißt, ich weiß nicht, ob es auch die Brutzeit resettet. Das würde einiges erklären, warum die Eier nicht mehr schlüpfen. Aber das werde ich jetzt sehen. Ich werde jetzt mal ein paar Tage spielen, um zu gucken, ob die schlüpfen oder nicht, unabhängig von der Aufnahme. Das wird jetzt eine Spontanaufnahme. Ich habe jetzt einfach, es ist Freitag, ich wollte ein bisschen runterkommen, ein bisschen chillen. Wir hatten diese Woche tatsächlich Supermond und ich kann ja bei Vollmond schon schlecht schlafen und ich weiß nicht mal genau warum, um ehrlich zu sein. Ich bin wahrscheinlich einfach einer von den Menschen, die mondfühlig sind. Ist immer ein bisschen schwierig, das den Kollegen zu erklären, weil die meisten glauben einem das nicht und sagen, oh, das liegt an der Helligkeit, machen wir Rollladen runter und allem drum und dran. Dementsprechend die Leute, die auch so ein bisschen mondfühlig sind und unruhig sind, können es verstehen. Ich habe alles unten, Rollladen unten und es ist nicht irgendwie eingeredet oder so, so nach dem Motto, ich sehe, es ist Vollmond, also schlafe ich schlecht, sondern es ist eher andersrum. Ich habe keinen Plan von dem Mond, von den Mondphasen oder sonst was, wann die sind oder nicht. Das interessiert mich nicht, ich gucke da auch nicht hin, sondern es ist eher so nach dem Motto, ich kann nicht schlafen. Und ich weiß nicht warum, also suche ich einen Grund. Und normalerweise ist es halt wirklich so, von Sonntag auf Montag kann man schlecht schlafen. Das ist mittlerweile bei mir so durch. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr rauskriegen. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich halt freitags immer länger mache und ja, sonntags dann auch immer sehr lang schlafe und so. Dafür bin ich dann montags nach der Arbeit extrem im Eimer. Bin meistens dann auch so, dass ich dann früher schlafe und so den Schlaf nachhole, dann geht das alles wieder und ab Dienstag bin ich dann wieder fit. Aber diese Woche war es so, ich war mega müde. Und dadurch, ich war aber hellwach, also ich lag mit offenen Wachen, ich lag einfach wach zu Hause und ja, ist halt so, da kann ich jetzt auch nichts machen. Naja, so. Auf jeden Fall, die Leute, die mondfühlig sind, können mir Linksbums, ne? Die können mich wahrscheinlich verstehen. Hier ist es so, ich bin mal gespannt, wenn das Ding leer ist, will ich mal gucken, ob ich es hier abholen kann und hier ganz entspannt hier rausfahren kann. So war der Plan. Aber ob das ausreicht, werde ich dann sehen. Ich habe hier eine kleine Kuhle gelassen, als ich das hingelegt habe. Muss ich mal schauen. Habe ich noch nicht getestet, weil 1000 Liter muss auch erstmal wegkriegen. Ohne halt die Ölbohrinseln nachzuladen. Aber ich denke mal, so langsam wird es. Vor allem, da ich jetzt auch Landwirtschaft betreibe. Wie gesagt, wir werden jetzt alles machen. Wir haben die Ziegen gemolken. Wir haben danach geguckt. Wir haben das voll gemacht. Okay. Also kann man sagen, ich habe da hinten die alte Bruchscheune als Holzlager genommen. Ich fand das einfach schön und wollte ein bisschen Natur ein bisschen aufbauen mit den Bäumen. Also ich bin noch nicht fertig mit Pflanzen, aber ich finde das eigentlich ganz schick. Auch hinten werde ich noch ein bisschen weiter Bäume pflanzen, sodass das ein bisschen natürlich aussieht. Die Tiere gefühlt Schatten haben. Einfach mal so tun, als wenn es wirklich eine echte Farm wäre mit den gleichen Voraussetzungen. Da würden wir auch ein bisschen Tierwohl reinsetzen. Hier fand ich das ganz schick, um den Reiter-Dingsbums hier, den Reitertraining reinzusetzen, dadurch, dass die Tiere jetzt auch, ich habe jetzt beim letzten Mal eben all meine Pferde verkauft, weil es doch ein paar mehr wurden. Aber ich habe hier die Sabrina. Das ist meine Zuchtstute sozusagen. War relativ teuer und ich habe sie durchtrainiert. Die ist sozusagen für immer da. Genauso wie Amadeus. Ja, ich weiß, durch meine Cousine habe ich halt damals Bibi und Tina als Hörbuch gehabt, genau wie Benjamin Blümchen und so. Ich bin mit diesen Kassetten auch so ein bisschen aufgewachsen, zumindest in den Ferien. Und ja, dementsprechend für mich ist mein erstes Pferd immer eine Sabrina und wenn ich einen Hengst habe, dann halt ein Amadeus. Dementsprechend hier haben wir auch sehr hohe Werte und da habe ich mir gedacht, ja, die nimmst du mal mit. Und das Ganze zum Züchten benutzen. Ja, hier haben wir schon ein kleines Fohlen. Wie gesagt, ich hatte vorgestern, also bei Tag 76 oder 75, habe ich mal vier oder fünf Stück, vier oder fünf von den Pferden verkauft.
Und dementsprechend ist jetzt hier relativ wenig los, aber das ist bei der Pferdezucht ist es halt so. Ich trainiere die nicht, weil ich mache genug Geld damit. Ist es ganz schick. Hier habe ich auch, wie gesagt, so einen kleinen Part gebaut. Hier bin ich meistens unterwegs. Mehr, hier baue ich das Feuerwerk in der Regel auf. Das gibt ein verstecktes Achievement. Da musst du 5 Feuerwerkskörper auf einmal reinsetzen. Also wenn ihr fragt, was die versteckte Errungenschaft ist, neben den ganzen, die man nachlesen kann bei Steam, das ist es. Hat mir eine Freundin gesagt. Vielen Dank dafür. Hier habe ich die Hütte. Ja, die Leute, die halt wissen, die halt nicht so viel bauen, die versuchen hier natürlich einen Nutzen draus zu ziehen. Schade, dass man keine Leiter hochnehmen kann, um zum Beispiel da noch was reinzuhauen. Aber na gut. Hier ist eher so ein Abstellraum, ne? Hier war auch alles voller Holz am Anfang, das habe ich weggehauen. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da noch mache. Aber so Regale mit Farben und Eisen und das Bumm, Dingsbums, passt ganz gut, aber mehr Material hat man nicht. Vielleicht baue ich hier noch ein Regal hin, um Saatgut zu bauen, aber aktuell baue ich halt ganz gerne mit Sonnenblumen hier alles auf und finde das hier eigentlich soweit ganz okay. Nebendran habe ich jetzt angefangen, hier ein bisschen vegetarisch zu bauen, also beziehungsweise ein bisschen Gemüse anzubauen, einfach damit wir alles mal so ein bisschen reinsehen. Ich will es aber nicht übertreiben, weil gefühlt die Pflanzen doch extrem viel Aufmerksamkeit brauchen. Also ist jetzt nicht so schlimm. Hier pflanze ich ganz viele Sonnenblumenkerne. Das werden wir auch noch später machen. Aber erstmal nach dem anderen Zeug gucken. Ich habe halt damit angefangen, mit Schwein und Öl habe ich halt angefangen, um, beziehungsweise auch hier mit den Hühnern. Muss halt gucken, ob die halt schlüpfen. Das Küken ist woanders da geschlüpft. Die rennt ja nicht mit dem Hahn. Da musst du kurz Rechtsklick machen und dann kannst du rennen. Ist ungefähr so. Hier habe ich zwei Hennen und einen Hahn, wo ich befruchtete Eier bekomme. Hier genauso. Hier halte ich weibliche Hennen bis zum gewissen Grad. Hier halte ich männliche Hennen, also Hähne, bis zum gewissen Grad. Weil jedes einzelne Nachwuchshuhn zu killen macht in meinen Augen keinen Sinn. Hier hatte ich mal angefangen, das Zeug so ein bisschen zu sortieren und zu sammeln. Aber weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich will hier nicht so viel sammeln wie auf der anderen Farm. Wenn der Hänger voll ist, wird er verkauft und gut ist. So. Ja, hier habe ich jetzt tatsächlich eben ein paar Schweine schon geklatscht. Das bedeutet, also geschlachtet, weil es zu viel wurden. Ich will nicht zu viele haben. Hier habe ich die Elena, das ist die Muttersau. Da kommen die ganzen Viecher her. Und dann haben wir hier den Eberhard. Dem Eberhard wird die Leber hart. Und dementsprechend, ja, wenn dann halt irgendwas erwachsen ist, ob schwanger oder nicht, das wird dann einfach, kommt dann den Schlachter. Dementsprechend kann ich somit ein wenig reinsetzen, beziehungsweise ein wenig abschätzen, dass die sich nicht unkontrolliert vermehren. Also wenn die einigermaßen groß sind, dann kommen die halt zum Schlachter. Müssen nicht komplett ausgewachsen sein, das ist mir relativ egal. Naja, das ist für die Pferde, da muss ich auch nochmal hin. Und das ist der dritte. Hier habe ich die Markierung gesetzt, damit ich weiß, wo ich die Erntemaschine hinstellen kann, dass ich halt hier direkt reinkomme. Mit dem Schüttrohr. Also von daher. Jo, aber erstmal, ich habe mich jetzt ein bisschen verquatscht, weswegen ich nicht so ganz. Es ist eigentlich nicht so viel los. Ich weiß nicht, warum die Eier nicht mehr schlüpfen. Also wir haben hier 3, 5 Hennen. Und den Harry, die habe ich auch so benannt. Am Anfang waren 6, aber es macht ja keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Und irgendwie verstehe ich halt nicht, was da los ist. Und wie man sieht, ich habe wesentlich viele befruchtete Eier. Deswegen habe ich erst, ich hatte erst nur einen Brutkasten, aber da kommen nur 8 Stück raus. Und dann habe ich mir gedacht, probier es das mal mit mehreren. Muss ich mal gucken, ob die schlüpfen. Kann ich aktuell noch nicht sagen. Dementsprechend müssen wir da nochmal nachgucken. Hier, wie gesagt, ich finde das mit den zwei Bäumstämmen eigentlich ganz gut, um ein bisschen, erstens kann ich mich da ein bisschen erhöhen und kann dann hier die Hähne oder die Stelle ein bisschen sauberer machen. Und zweitens ist es hat man dann ein bisschen Herausforderung, wenn man durchfährt und nicht einfach willkürlich von A nach B fahren. Das übt einen auch mit der Fahrmechanik. Und da kann ich dann durchaus sagen, macht Spaß, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Wie gesagt, ich habe mich dazu entschieden, was ich sehr gut finde. Ich habe da doch mehr Freude, als ich hatte. Auch mit dem Kreieren und dem Ausdenken. Und ja, jetzt kümmern wir uns
mal um die Hühner. Da mache ich, das mache ich auch immer nur alle 2 oder 3 Tage. Und ja, gucken wir mal, was da wieder kommt, ne? Also wenn die Hühner jetzt nicht bald wieder schlüpfen, dann hat das Spiel ab Tag 65 ein Problem mit der Mechanik. Oha. Von daher, naja, müssen wir mal schauen. Ich finde es komisch, weil bevor ich Tag 65 erreicht habe, ist es regelmäßig passiert, dass es mal kurz geruckelt hat. Auf einmal hatte ich sieben Küken mehr. Und dementsprechend, ja, also die Tierzucht hier läuft perfekt, würde ich sagen. Also lief perfekt. Das finde ich immer schade, wenn Grundmechaniken von jetzt auf gleich nicht mehr funktionieren und es gefühlt. Klingt jetzt blöd, aber bevor sie aus der Early Access rausgegangen sind, haben die Devs sich damit noch befasst. Und jetzt habe ich das Gefühl, immer wenn du ein Ticket aufmachst, ja, da können wir nichts machen, blöd gelaufen, tschüss. Finde ich schade, gefällt mir nicht so, finde ich unfair. Aber Kumpel meinte das so ein bisschen radikal, der sieht das halt wirtschaftlicher und denkt so, hat dann gesagt, hier Sascha, du bist denen komplett scheißegal. Die wollen nur, dass du das Spiel. Die wollen nicht, dass du das Spiel so lange spielst und so ausführlich. Die wollen dir das Spiel verkaufen und dich lange genug dran halten, dass du es nicht mehr zurückgibst. Alles andere ist denen wurscht. Und ich habe so das Gefühl, dass es so ein bisschen der Fall ist. Problem. Das ist voll. Das ist auch voll. Das benutze ich kaum, weil ich fühle es einfach nicht. Aber was ich nicht fühle, ist, warum bewegt sich der Scheiß? Das hier. Und das hier war hier perfekt geparkt wie die Samenmaschine. Und nach jedem Start oder nach jedem kleinen Mist, so geht das nicht. Blöd. Jetzt kann ich nicht nach vorne fahren, weil es buggy ist. Da mussten erstmal anschalten, dann mal kurz zurückfahren und dann nach vorne. Also für die Leute, die Probleme mit dem Trecker haben. Ich verstehe es nicht. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie ich das. Ah, okay, das geht noch. Also irgendwie ist es nicht so geil. So. Ja, ich habe viel geübt, deswegen komme ich damit ganz gut klar. Normalerweise sollte der sich nicht bewegen. Aber er macht's. Hier nicht mehr, aber wir merken uns das mal. So, jetzt brauche ich den hier. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin. So, gucken wir mal. Na, komm schon. So, wir machen es vorher. Ich werde jetzt erstmal mit der Erntemaschine die Sachen voll machen, so gut es geht. Ja, komm schon. So, wunderbar. Das Problem, was ich auch noch hier so ein bisschen habe, ist mit dem Sound. Nicht, dass der buggy ist, aber ich kann zum Beispiel, das Gewitter ist ultra laut und es gibt keinen Regler davon oder ich kann es auch nicht ausschalten. Das bedeutet, bei mir steht Gewitterfunktion ausschalten, es bringt nichts. Wenn es stürmt, das ist so ultra laut. Und alles andere ist so ultra leise, was eigentlich totaler Quatsch ist.
um ehrlich zu sein. Naja, hier kann man auch nicht aussteigen, weil dann hört sofort auf, die Erntemaschine auszukippen und voll zu machen. Dementsprechend muss man halt einfach warten, bis es automatisch aufhört. Das ist jetzt nicht so wild, das ist okay. Auch wenn es ein bisschen unschön ist. Naja, hier hinten kann ich nicht mehr so viele Bäume bauen, weil sonst komme ich mit der Erntemaschine da nicht mehr dran. So, wie mache ich das am besten? Ich glaube, da fahre ich außen lang. Ich glaube, die Innenarchitektur beziehungsweise die Baumstammwegführung mehr oder weniger ist nicht dafür für die Erntemaschine ausgelegt. Vielleicht sollte ich das mal machen, aber ich weiß es halt nicht. Da müsste ich dann halt noch zu viel reinstecken. Und ich bin da so, was das angeht, ziemlich feinfühlig. Wenn es irgendeinen Bug gibt, zum Beispiel irgendeine Funktion nicht funktioniert, obwohl sie vorher funktioniert hat. Dann vergeht einem auch irgendwie so ein bisschen der Spaß, wenn man sich auf die Grundmechanik nicht mehr verlassen kann. Da geht jetzt die Hälfte daneben, ist aber jetzt nicht so tragisch. Solange es funktioniert, funktioniert's. Da bin ich dann auch nicht ganz so pingelig, aber naja, ich bin mal gespannt, wenn ich mir die drei Milchkühe hole. Das werde ich dann auch irgendwann mal noch machen. Wie das sich das dann verhält. Also von daher müssen wir mal gucken. Ich habe mich dazu entschieden, nur die Sonnenblumen zu benutzen, weil auf der einen Seite reicht das fürs Futter aus. Auf der anderen Seite, ja, ich habe das ziemlich genau gemacht. Das habe ich dann zu genau gemeint. Hehehe. Einfach weil vom optischen her in meinen Augen die Sonnenblumen A am schönsten sind und am zweitens man dann besser erkennt, ob die reif sind. Also ich habe es mit Weizen probiert. Das Acid fürs Weizen ist unglaublich. Das ist irgendwie, da weiß ich nicht, wann ich dann anfangen kann, den rauf runterzusetzen oder nicht. Und ich finde den auch nicht so hübsch. Dementsprechend. Ich glaube auch, die Sonnenblumen wachsen am schnellsten. Naja, ist ja nicht so tragisch. Können wir ja machen, wie wir wollen. Solange es funktioniert, funktioniert es. Und ja, ich muss halt mal gucken, was ich hier noch als Lager benutzen kann. Ist auch manchmal buggy. Manchmal ist es schnell, extrem schnell und manchmal nicht. Naja. Gut, wir haben alles gemacht, obwohl, nee, Quatsch. Ich muss ja noch die Ziegen-Dingsbums. Bevor wir jetzt hier anfangen, müssen wir die Ziegen nochmal melken. Bevor es jetzt zu spät wird. Ist aber kein Problem. Wahrscheinlich, wenn ich die Milchkühe geholt habe, weil ihr habt ja gesehen, wie so ein Tag schnell voranstatten geht, es ja schon 4:30 hier. Und ich muss halt hier nochmal aufräumen. Obwohl ich das. Es ist eigentlich Quatsch, weil das löst sich sowieso nach einer Weile auf. Den Tieren interessiert das nicht so wirklich. Und auf der anderen Seite habe ich keine Verwendung dafür. Ich denke mal, wenn ich die Milchkühe habe, werde ich für die Landwirtschaft ganz wenig Zeit haben. Also ich habe das Gefühl, das Spiel ist nicht dafür konzipiert, große Farmen zu haben, in recht vielen Situationen. Und groß meine ich halt wirklich viel, viel los, so mit Tieren und allem drum und dran. Oder ist es wirklich bedingt damit, weil manche aus der Ranch Simulator Community sagen mir, sie hätten gar keine Probleme. Ich weiß nicht, ob das ein hausgemachtes Problem ist. Dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe ja jetzt als PC Team Blau und Team Grün, bedeutet Intel und Nvidia. Und da kann es natürlich sein, dass es vielleicht der Grund ist, weil ich die beiden Sachen habe.
dass das vielleicht ein Problem ist. Zum Beispiel AMD-CPUs. Ich müsste es halt mal probieren, aber dafür müsste ich mir halt einen neuen Rechner holen und es mal ausprobieren. Was an sich, wenn die Grafikkartenpreise nicht so hoch wären, ja möglich wäre, aber für ein Spiel da noch einen extra Rechner zu kaufen, um nur um was zu probieren, ist halt schwierig. Und da halt die meisten Leute, beziehungsweise viele Leute mit Gaming-Rechnern angeblich immer sagen, ja, ich habe gar keine Probleme, und dann gucke ich mir dann halt bei der Mitspielersuche die Farms an und merke dann so, ja, kein Wunder, dass du keine Probleme hast. Eine große Farm bedeutet nicht, dass du ein großes Haus in der Mitte stehen hast, sondern dass einfach sehr viel los ist. Und ja, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Also ich habe gemerkt, dass es dass entweder ab Tag 65 oder ab 50 Tieren, dass es da Probleme gibt. Wenn ihr wollt, müsst ihr in den Kommentaren unter das Video gerne reinsetzen. Können wir den ganzen Kram mal angucken, die anderen Farmen, und dann kann ich euch von dem Problem berichten. In den Streams selbst sind die meisten nur im Lurken dabei oder gucken gar nicht mehr rein, weil einfach das Spiel am Sterben ist. Und ich kann mir das halt gut vorstellen, dass es nicht mehr so eine große Popularität sich erörtert. Erörtert. Es passt einfach. Sich einer großen Popularität, obwohl es eigentlich ein gutes Spiel ist, nicht mehr so eine große Popularität hat, weil erstens, es passiert halt nicht so viel, und zweitens, bevor sie jetzt irgendwie extrem lange brauchen, um zum Beispiel neue Sachen einzubauen, die fixen einfach keine Bugs. Das kriegen die nicht hin. Und wenn du halt keine große Farm aufbaust, aber so ein großes Feld zum Bauen hast, dann hast du auch keine Herausforderung mehr in dem Spiel. Dann ist das Spiel einfach tot. Und das ist halt so ein bisschen schade, was für mich ein bisschen schade. Vielleicht spiele ich das Spiel auch zu viel. Ich habe es knapp 700 Stunden gespielt. Ich denke einfach, das Spiel war nie dafür ausgelegt, so groß zu werden. Allein schon, dass es kein Multicore-Threading drin hat. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich muss da jetzt noch mal kurz in die OBS-Aufnahme reingucken. Wir sind hier in der Spielaufnahme. Ich will mal was gucken. CPU-Last ist jetzt auf 2 Kern bei 100%. Ja. Das ist CPU 2 und CPU 8. Der Rest ist halt echt für die Katze und hat insgesamt eine Auslastung von 48%. Also es wird halt, die ganze Problematik ist halt wirklich darauf bedacht, dass ich, Sekunde, ich mach das mal so, seht ihr. Bei der Unreal Engine 4 war das hier die CPU 4 und die CPU 10. Ich spiele auf dem i7 13700K. Und hier wird das meiste gerendert. Und die beiden Kerne sind auch das, was die CPU so aufheizt. Wir können ja hier mal gucken. Ich weiß nicht, warum Windows es nicht schafft, hier die Prozessortemperatur aufzuzeichnen. Aber die GPU wird auf jeden Fall korrekt angezeigt. GPU 54 Grad, 74 bis 86% ist soweit okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Der Arbeitsspeicher ist konstant, aber es ist halt ein sehr krasser CPU-Fresser. Was eigentlich Quatsch ist, weil das Spiel selbst frisst 35% CPU. Und ja, das ist halt irgendwie, die haben. Die werden keine Freunde. So, dann gehen wir wieder in die normale Spieleaufnahme. Also von daher. Naja. Gut, machen wir hier einfach mal weiter. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich will euch mal meine Arbeitsroutine. Dadurch, dass ich jetzt halt hier nachpflanzen muss, das muss ich auch nicht jeden Tag machen.
Das ist alle paar Tage mal, vor allem da ich halt immer, na, wie heißt, dass es halt immer Sonnenblumenkerne sind, reicht es eigentlich ganz gut. Also ich glaube, hier kann man alle 6 Tage, so knapp eine Woche, muss ich alle Felder mal einmal neu bestücken, dann wächst der Shit komplett ran, ohne Probleme. Und das reicht dann auch. Also es ist jetzt sehr selten oder ich musste bis jetzt noch keinen von den Futtersilos manuell mit Geld nachladen, seitdem ich angefangen habe, Landwirtschaft zu betreiben. Ich befürchte aber, dass ich das wieder aufbauen muss. Einfach aus dem Aspekt her, dass wenn du zu viel zu tun hast, ist die Zeit einfach nicht mehr da. Ja, das ist hier auch gefühlt. Ich habe es versucht, mal mit den Hängern das ist auch so ein kleiner Bug. Ich habe versucht, das letzte Achievement drauf zu bekommen. Fülle die Erntemaschine komplett oder den Ernteanhänger damit. Das ist ein Übersetzungsfehler, weil den Ernteanhänger für den Trecker habe ich zweimal gefüllt. Das hat halt nichts gebracht. Dementsprechend meinten die die Erntemaschine. Bei Steam im Deutschen steht halt Ernteanhänger. Dementsprechend macht einfach den Mähdrescher voll und dann kriegt ihr das Achievement. Und ja, hier mache ich das immer ganz gerne, wenn ich nach einem stressigen Arbeitstag einfach mal ein paar Tage Ruhe haben will. Ist auch interessant. Manchmal fahre ich hier schnell durch, vor allem wenn ich den Anhänger anhänge. Und wenn du dann aussteigst und der Anhänger drin ist, dann fährt der nur noch knapp 5-6 km/h. Also da kann man dann auch mal ein paar km/h rausholen. Also ich bin hiermit auch schon mal mit 20, 30 km/h durchgeheigert. Und von daher, naja, sehen wir dann. So. Ich finde, man hätte hier das Dingsbums, das ein bisschen offensichtlicher machen können zwischen gerodetem Feld und plattgefahrenem Feld, was noch gerodet werden muss. Ich glaube, das nennt man Roden. Und ich weiß es nicht, ich bin da nicht vom Fach. Also nicht komplett. Also ihr könnt mich da gerne korrigieren, ist kein Problem. Aber auf jeden Fall, wenn ich das Feld, nee, pflüge, glaube ich, wenn ich das Feld gepflügt habe, muss man schon genau hingucken. Und je nach Helligkeitseinstellung ist es sehr schwierig zu erkennen. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders da machen können, einfach ein bisschen spielerfreundlicher. Aber naja. Wie gesagt, ich würde als Dev, wenn ich die Erfahrung hätte, da wesentlich anders da vorgehen. Ich würde zum Beispiel sagen, okay, wenn ihr so große Farms bauen könnt, dann möchten wir auch erstmal die Bugs zusammenfassen, aber nur weil ich etwas nicht kann oder nur weil sie das nicht hinkriegen, halte ich es für keine gute Entscheidung, die Möglichkeit für noch mehr Tiere zu geben. Ich würde gerne mal für die Leute, die auch so ein System haben wie ich zum Beispiel, fragen, ob die auch größere Probleme bekommen. Sprich explizit, wenn ihr mal eure Tiere zählt, dass zum Beispiel ab einem gewissen Tag oder ab einer gewissen Tiergröße die Tiere nicht mehr aufwachen, dass man die manuell aufwecken muss. Oder zum Beispiel, dass die Eier nicht mehr schlüpfen. Das wäre halt mal interessant zu wissen, dass man mal guckt, gibt es spezielle Systeme, die das Problem haben, gibt es spezielle Konfigurationen, ist zum Beispiel die Ruckelfreiheit bei Prozessoren der AMD-Serie zum Beispiel besser geeignet, nicht ganz so extrem. Wie zum Beispiel bei Intel oder andersrum, haben alle das gleiche Problem. Wenn ja, ab welcher Tiergröße? Wie gesagt, ich habe ja schon die Zahlen 50 bis 60 ausgewählt, wo es dann Probleme gibt. Das konnte ich dann bei einer Tiergröße erfahren. Man kann natürlich auch sagen, das ist jetzt nicht nach Tiergröße, sondern nach Tag, weil hier hatte ich eigentlich nicht so viele Tiere.
oder sollte nicht so viele Tiere haben. Ich finde es schade, dass man nichts mitnehmen kann. Es wäre cool, wenn man hier zum Beispiel hier noch was abstellen könnte oder hier, dass man sich so einen Sack mitnehmen kann. Aber das ist leider nicht der Fall. Zudem, hier ist es ja drin, ne? Du hast hier sogar so ein Gitter. Das fände ich gut, wenn man da halt noch was mitnehmen könnte. Aber naja, dann ist es halt so. Ist schade. Aber so ist es halt nun mal. Ja, dass man so ein, zwei Säckchen zumindest mitnehmen kann oder drei. Das würde das. Guck. Jetzt bin ich bei 30 km/h. Fast. Das ist bei der Einsaat ist es sehr schwierig tatsächlich. Weil die Hängerphysik halt echt noch nicht perfekt ist. Naja. Ich habe auch einen Anzeigebug, wenn ich hier zu viele Sonnenblumen aufsetze, dann habe ich das Gefühl, dass es irgendwo was anderes kommt. Dass da irgendwie ein anderes Asset kommt, was dann so tut, als so aussieht, als würde es nicht ausgewachsen sein. Naja. So. Ich will hier tatsächlich ein wenig. Ich will hier tatsächlich relativ akkurat alles einpflanzen. Dementsprechend fahre ich nicht komplett perfekt von Grenze zu Grenze. Ja, komm, passt schon. So, fahre ich noch eine Runde, dann mache ich hier nochmal ein bisschen den Nachfüller. Weil ich glaube, ich brauche insgesamt zwei Ladungen. Wir sind ja schon bei der Hälfte. Wie gesagt, Dingsbums fühle ich nicht. Den Dünger, weil so lange braucht es jetzt auch nicht zum. Wie heißt's? Du beschleunigst halt nur die Zeit, wie es braucht, ne? Und dementsprechend fühle ich halt das Düngen nicht so wirklich. Es wäre cool, wenn man vielleicht das mit Eimern machen könnte, also mit größeren, wirklich so ein Düngersilo oder so. Aber du brauchst es halt wirklich nur für die Pflanzen. Und ja, wie gesagt. Da müsste ein größerer Bonus reinkommen, dass sich das in meinen Augen lohnt. Dann würde man wahrscheinlich das mit dem Düngen oder mit dem Dünger generell wieder ein bisschen besser aufnehmen. So, kommt mit, kommt mit. Das sollte ausreichen. Warum ist das so dunkel? Na, hier ist auch irgendwie mit den Lichteffekten ziemlich weird. Aber ich glaube, wenn du es auf einsetzt, ist das nicht der Fall. Na doch, auch. Also das ist das Default-Einstellung. Weiß ich halt nicht. Fühle ich nicht. Bei Arm R muss man, bei DLSS reicht es bei 1,4 aus, aber um was zu sehen, brauchen wir hier schon tatsächlich 1,7. Siehst du, das wächst jetzt schon. Und ich habe das Feld nur einmal, das große Feld einmal gedüngt. Die anderen haben noch nie Dünger gesehen. Das ist auch ein bisschen extrem, finde ich. Oh. Man kann halt keine Stehlampen bauen, dass man da was sieht, weißt du? Ich muss es halt wirklich jetzt nach Gefühl machen. Oder weißt du was? Wir machen das anders.
Gehe ich einfach im Zelt pennen. Das ist mir zu blöd. Ich habe da jetzt auch keine Lust, ständig die Gamma-Werte nach oben zu drehen. Sobald ich das Gefühl habe, erst jetzt sieht man was. Naja. Obwohl, wie sieht es denn in der Aufnahme aus? Ja, komm, das passt. Ist egal. Machen wir es einfach weiter. Wir ziehen es jetzt durch. Zum Beispiel, der fährt jetzt automatisch rückwärts, weil ich W gedrückt habe. Weird. Naja. Ich will, wie gesagt, das Let's Show hier nicht länger ziehen als nötig, weil ich habe ja alles schon gemacht, so meine größten die größte Zeit, beziehungsweise, ja, man kann es halt schneller machen, aber dafür, dass das halt alles so viel frisst, brauche ich jetzt nicht, ja, hier jetzt nicht den Dünger zu verteilen. Ich sehe es halt nicht ein. Und ja, gut für, ich habe auch eine vegetarische Farm, da ist das vielleicht ganz gut, aber da habe ich halt so wenig gebaut, außer einen riesigen Garten. Die habe ich dann aus Fun Veggie Farm getauft. Naja. Gut. So, was brauche ich denn noch? Ja, nehme ich mal zwei Säcke nochmal mit. Ich weiß gar nicht, ob das auch das günstigere ist. Ja, sieht natürlich jetzt ein bisschen befremdlich aus, wenn ich dann in Dingsbums gehe. Wie heißt's? In beleuchtete Gebiete. Ja, so Standlampen wären halt ganz gut. So Laternen generell. Ja, für ein bisschen Metall könnte man eigentlich hier so ein. Könnte man das halt wirklich machen, aber naja. Naja. Hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum. Ups. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bin mit allem hier drüber gegangen. Es war beim Abmähen ist das nicht der Fall, aber es ist da. Ich weiß nicht, was das ist oder woher das kommt. Das ist ein Bug. So, machen wir erstmal hier das Feld fertig. Dann haben wir es schon mindestens eins von drei fertig. Das sollte ja eigentlich, sollte passen. So, machen wir natürlich so viel wie es geht, ne? Das ist ja klar. Den muss ich natürlich nochmal demnächst wieder nachfüllen. Da habe ich jetzt auf dieses eine Ding hier geachtet. Hier auf links diesen kleinen Fehler. So dass ich hier nicht sauber die Linie gezogen habe. In der Mitte muss ich nochmal drüber. Das mache ich jetzt direkt. So, hier, ne? Hier war das. Ja, was das angeht, bin ich echt, echt so ein kleiner Monk. So, wunderbar. Und dann fahren wir hier weiter.
Na gut. Na komm, Träger. Also wie man sieht, ich habe mittlerweile hier echt den ganzen Tag voll zu tun. Und ja. Ist jetzt auch nicht sauber. Irgendwas stimmt doch da nicht. Seht ihr, wo das aufhört und wo das eingepflanzt wird? Das habe ich so das Gefühl, dass es nach einer Weile irgendwann so komplett seitlich seitenversetzt ist. Ja, irgendwie alles ein bisschen also Fragen aufweisend. Einfach fragwürdig. Und das finde ich halt schlimm. Zum Beispiel, wer weiß, wir haben das jetzt zurückgesetzt. Gucken wir mal. Ja, mal so, mal so. Guck mal, es ist so. Kann doch nicht sein. Es wird platt gefahren, aber es wird nichts eingesät. Ich will das mal anders da probieren. Ich will jetzt hier mal was, hier mal gucken, wie weit es da nach links geht. Ob es da so ein links versetzt ist. Ja, seht ihr das? Alter Schwede. So, als hätte man das Acid versetzt. Hier sollte es rauskommen, aber hier kommt es raus. Unglaublich. Ja. Und natürlich jetzt rückwärts fahren. Ich fahre nicht rückwärts. Hallo. Ich will geradeaus fahren, danke. Na. Tja, weiß mal Bescheid, ne? Naja. Gut, muss man sich halt darauf einstellen, aber es ist komisch. Vor allem, dass es halt nicht von Anfang an so ist, sondern mal so, irgendwas. Naja, haben wir es auch mal gesehen. Die meisten Leute glauben mir nicht, weil sie die Bugs oder die Fehler nicht nachvollziehen können oder nicht so drauf achten. Was dann auch immer ganz wichtig ist oder ganz gut ist, wenn man da das mal im Video festhalten kann. Also, naja, aber damit kann man ja noch umgehen. Das sind ja jetzt so Bugs, die nicht so tragisch sind, in meinen Augen. Finde ich. Besser, also handelbare Bugs, besser als wenn die Tiere nicht aufwachen, verhungern oder sonst was. Deswegen will ich hier auch nicht so viele Tiere haben. Bei der anderen Farm habe ich ja jeweils 12 Kühe und 12 Ziegen, weil ich einfach viel Käse generieren möchte. Aber wenn wir dann ständig die Ziegen verrecken aus irgendwelchen Gründen oder die Kühe nicht aufwachen und dadurch dann verhungern, macht das halt auch keinen Spaß. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Hallo. So, machen wir hier es nochmal voll. So, wunderbar. Passt. Ja, wir könnten natürlich noch andere. Hier könnte ich natürlich noch weiter aufbauen. Das mache ich jetzt mal wieder ein bisschen runter auf 1,4. Ist natürlich dann auch für die Farben schöner. Okay, hier, das ist voll.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die viele Sachen einbringen, es aber nicht zu Ende denken. Ich zum Beispiel habe jetzt eigentlich keinen Grund, hier das hier weiterzumachen oder spezielle Vegetables oder Gemüsesorten anzubauen. Was auf der anderen Seite ein bisschen schade ist, könnte man eigentlich reinsetzen, weil die haben ja die Stadt. Das bedeutet, die haben ja theoretisch auch schon einen Supermarkt. Sprich, der Grundgedanke war ja drin. Warum hat man das nicht gemeinsam gemacht? Wisst ihr, was ich meine? Und das finde ich halt immer schade, wenn Sachen nicht zu Ende gedacht werden. So nach dem Motto, okay, wir haben diese Idee. Na, das mache ich morgen. Morgen gucke ich mal nach dem Öl. Warum man das nicht komplett macht. Bevor man jetzt, ich sag's ganz ehrlich, bevor man jetzt hier das Gemüsebeet hier eingeführt hat, hätte ich es für gut empfunden zu sagen, zeitgleich bringen wir noch einen bringen wir noch einen Supermarkt raus, der halt auch Quests dafür hat. So. Und ja, das ist halt ein bisschen schade. Warum ist die Ziege wach? Hier ist jetzt irgendwas passiert. Und sobald die Tiere wach werden, ich nehme an, es sind jetzt ein paar Hühner geschlüpft. Das habe ich morgens immer, interessanterweise. So, man kann natürlich hier nachgucken, aber ich bin halt immer so. Ich habe gemerkt, das dauert so 3 bis 3,5 Sekunden. Sprich, ich zähle dann immer von 20 bis 21, 21, 23, Entschuldigung. Und bevor ich 24 sage, müsste das durch sein. 21, 22, 23 und durch. Bei den Kühen ist es halt ein bisschen schwieriger, bei den großen Kühen. Ja, okay, die sind bei 90%, dann ist der Ziegenkäse durch. Ja, und es regnet viel zu viel. Es stürmt und regnet gefühlt 80%. Was ich Quatsch finde. Finde ich nicht so, finde ich so nicht in Ordnung. Das muss man mal reduzieren. In der Regel ist es auch so, dass ich halt die. Ja, mit Honig machst du auch kein Geld mehr. Dafür habe ich halt so viel zu tun. Dementsprechend, ja. Ich mache generell nur Würstchen mittlerweile, weil dieses ständige Hin und Her. Ach komm. Wir sind nicht mehr in dem Zeitpunkt, an dem wir das brauchen. Dementsprechend einfach mal reicht, wenn wir das so machen. Reicht, wie gesagt, Kohle haben wir mehr als genug. Viel mehr zu tun gibt es nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich die Farm noch größer machen werde, weil, wie ihr seht, Trinken ist wichtig. Mit dem ganzen Hin und Her hast du halt mehr als genug zu tun. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich wirklich Milchkühe holen soll. Es wäre natürlich schön, um ein bisschen Variation reinzukriegen. Aber auf der anderen Seite ist es halt nicht notwendig. Beziehungsweise solange ich es halt alleine managen kann, ist es okay. Aber ich glaube, ab einem gewissen Zeitpunkt wird es zu zeitintensiv. Von daher, naja. Gut, ich habe da eigentlich tatsächlich schon einige Gedanken gehabt, was das angeht. Fehler und so ein Kram oder ich habe so das Gefühl, dass, wie gesagt, habe ich schon gesagt, dass der Quellcode einfach nicht für
große Farms ausgelegt ist. Das würde auf jeden Fall erklären, warum am Anfang das halt gut geklappt hat, bis hin später nicht mehr. Weil als die Farmen in den ersten Versionen ging es halt noch ganz gut, da konnte man aber auch nicht so viel selbst bauen. Also vor dem Mapwechsel mehr oder weniger. Und dementsprechend, ja, habe ich das Gefühl, dass halt, oh, wir müssen da jetzt irgendwie was zum Bauen reinsetzen und allem drum und dran, dass das gefühlt ein bisschen zu schnell gewesen ist. Oder irgendwie halt die Leute die Neuerungen feiern, aber dadurch halt die Fehler nicht sehen. Naja, ich finde es, ich will jetzt auch nicht ständig auf den Bug rumreiten, der ist da, der existiert. Du kannst keine große Farm bauen, weil es einfach technisch, also hier mein Rechner ist immer noch, also der ist schon durchaus am Pusten. Und ja, es ist halt, naja, gut. Ich bin halt am Überlegen, meine CPU ein bisschen zu untervolten, damit der nicht mehr so heiß wird. Obwohl ich auch nicht sicher bin, ob der hier richtig misst. 100 Grad, jetzt wieder 95, 96, 97, 98 Grad, 96. Beim letzten Mal hat er gesprungen von 100 zu 87. Oh, keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass es an der Endermax 360 Grad Wasserkühlung I/O liegt. Ja, ich weiß es halt nicht. So, machen wir es hier nochmal voll. Viel mehr will ich hier auch gar nicht reinsetzen an Schränken. Es funktioniert ganz gut. Weil viel mehr wird hier auch nicht nachfolgen. Bis die Schweine voll sind, wird es dann halt, wenn man es nicht vergisst, auf jeden Fall einen guten Zyklus haben. Ja, mit Milchkühen werde ich noch weniger Zeit haben. Muss ich halt echt nochmal nachmessen, weil bis jetzt hatte ich halt, wird es halt immer kritisch, wenn ich nachfolgern muss. Naja. Aber ich mache es hier immer ganz gerne, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu chillen. Man muss halt nicht alles machen. Ich muss es hier mit den Würstchen auch nicht mehr machen. Das ist einfach nur noch so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Ich kann ja auch das Fleisch manuell verkaufen. Denke ich mal, das werde ich demnächst auch machen, wenn ich jetzt merke, ich habe zu viel zu tun. Aber Milch kann verkaufen. Das finde ich dann nicht so geil. Dementsprechend Käseproduktion. Und wenn ich halt doch nochmal Zeit habe, kann ich ja noch ein paar Würstchen machen. Aber solange ich keinen Geldmangel habe, weiß ich halt auch nicht, ne? Komm, machen wir das Schweinefleisch nochmal fertig. Warum eigentlich nicht? Wir brauchen es nicht. So, wunderbar. Ich mache nicht mehr alles voll. Ich verarbeite nur noch das, was ich habe. Ja. Ich finde es halt schade, dass man mit dem Geld nichts Besonderes machen kann. So, gut. Okay, das haben wir. Schwierig. Schwierig. Komm, was fort ist es fort. Das läuft. Das läuft. Guck mal, ich kann hier schon wieder eine Kuh nehmen.
Du komm mit. Komm. So, dann will ich gleich nochmal gucken, warum das so krass geruckelt hat. Ist das, ich habe aber das Gefühl, das ist jeden Morgen so. Manchmal mehr, manchmal weniger. So, wunderbar. Warte mal, hier sind 1, 2, 3. Gut. Ja, dann machen wir es halt so. Fertig. Ich muss sagen, ich liebe das Quad. Ich liebe das Quad einfach extrem. Warte mal, ich glaube, ich sollte hier vielleicht. Habe ich das Audio so leise gestellt? Marmor 49, weil so richtig schön. So, hier bin ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, weil ich halt echt versuche, jedes. Jedes kleine bisschen mitzunehmen. Weil früher habe ich immer gedacht, am Anfang, wo ich noch nicht so extrem war. Ja, aber 6 Stück passen hier drauf. Schon interessant. Dementsprechend, ja, man merkt einfach, dass ich extrem viel mit dem Quad mache. Also Kür, den großen Jeep habe ich tatsächlich nur geholt, um Kühe zu kaufen. Oder ja, eigentlich nur für Kühe. Das andere kann ich ja mit dem kleinen Nutzfahrzeug machen. Und ansonsten bin ich eigentlich größtenteils nur mit Dingsbums unterwegs. Hier mit dem. Bin ich eigentlich mit dem Vieh unterwegs. Ich muss nachher nochmal nach den Inseln, nach den Ölbohrinseln gucken. Nach meinen 2 Stück. Beim letzten Mal habe ich ganz vergessen, dass die halt existieren, weil ich einfach hier so viel beschäftigt war. Ja, es ist halt genauso wie mit den Dingern, ne? Ich finde, die könnten besser stapelbar sein. Das ist manchmal echt schwierig. Kriege ich da 4 Stück drüber? Nee, ne? Nur zwei. Nur 3, Entschuldigung. Gut. Das haben wir gemacht. Ich will jetzt nochmal nachtanken. Nochmal schnell hier 1, 2 Kästen leer machen. Vielleicht kriege ich es ja auch demnächst. Ich will halt, wie gesagt, tatsächlich den hier mal leer kriegen. Weil wenn der leer ist, muss ich den halt hier so rausfahren. Hier so drumrum. Und will halt mal gucken, ob das ausreicht. Das wäre echt mal schön. Weil ich habe das echt noch nicht probiert. Ich habe das einfach nur nach Gefühl gebaut. Und daher bin ich mal ein wenig gespannt. Ja, ist schon fast leer. Ja, es ist am Wachsen. Die Erntemaschine frisst aber auch hat auch einen extrem großen Tank. Genauso wie der Trecker. Ja, ich habe halt gedacht, dass ich wesentlich mehr baue, weswegen ich da hinten halt auch dieses Holz Gedöns gebaut habe. Weil da ja auch 2 Kreissägen stehen und allem drum und dran. Aber bis jetzt hält sich das in Grenzen. Einfach aus dem Aspekt, dass ich genug zu tun habe. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass ich mit denen. Das ist auch eine schöne Verkleidung. Also muss ich sagen, ich habe das einfach mal so gemacht. Einfach weil das Feedback halt sehr positiv war, wo ich mir ein paar Bilder gemacht habe, hab dann geteilt ich so, ja, was haltet ihr davon? Ja, finde ich ganz gut. Und dann habe ich mich halt, habe ich mal geguckt, also 4 Stück, um hier ein bisschen die
die Sachen zu verstecken, um es ein bisschen natürlich zu machen, war ganz schick. Und hier, damit ich halt besser rankomme, ne? So, wunderbar. So, wunderbar. Ba, 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 bam. Ich finde es so komisch, dass man hier, dass es hier schwierig, relativ schwierig ist, Tiere zu platzieren, ohne die Klappe aufzumachen, obwohl man die obere Klappe aufmachen kann. Ich finde, die hätten ein bisschen tiefer sein können. Aber dafür haben wir ja die hier, also dementsprechend, ja. Ich habe mich aber Käsehammer gemacht, ne? Ja, genau. Beziehungsweise nicht Käse, aber ah, sind drei geschlüpft. Super. Schlafen die selbst? Also ich will mal gucken, wie es, ob die von selbst einfach schlafen oder ob das jetzt anfängt rumzubuggen. Fände ich schade. Finde ich schade, wenn die jetzt zum Beispiel sterben, weil die nicht aufwachen automatisch. Dann haben wir schon wieder bewiesen. Aber ich habe das Gefühl, das erste Mal aufgetaucht ist es ab. Erste Mal aufgetreten ist es am Dingsbums. An Tag 65. Und so viele Tiere habe ich halt nicht. Ich habe halt hier 8, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hier müssten insgesamt 5 Hühner plus ein Hai sind 7 Hühner. Mit den befruchteten Eiern 27 plus 7. Lass es 6 sein. Lass es 7 sein. 7 plus 26 sind 33. 34, 35, 36. 37, 38, 39, 40 plus, ja, 40 plus da 4, da 3 sind 47 plus hier die 3 sind knapp 50. Tatsache. Wenn wir die hier mitzählen, dann, ja, muss ich halt mal gucken, dass ich das vielleicht nochmal ein bisschen reduziere. Also langsam wird es, glaube ich, ein bisschen viel. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, ab 50 Tieren wird es kritisch und das hat man halt echt schnell erreicht, um ehrlich zu sein. Vielleicht werde ich auch mal hier die erstmal ein wenig runterhauen. Was ich eigentlich schade finde, weil Hühnerzucht wäre ganz cool. Obwohl die sich halt kaum bewegen. Naja. Naja. So, wenn wir die Zeit haben, werde ich nochmal nach den Öldingern gucken. So, wunderbar. Einfach voll mit befruchteten Eiern. Lass mich mal überlegen. Naja, komm. Wir machen so. Ich gucke jetzt mal nach den Dingern, damit ihr das auch mal gesehen habt. Dann ist das jetzt Show zu Ende. Den Rest mache ich so, weil ich muss ja nicht. Ich muss ja nicht Sachen zwei, dreimal zeigen. Bei einem Let's Show reicht es ja eigentlich so eine kleine so eine kleine Durchfahrt. Also von daher fahren wir nochmal durch. Ich will nur mal nachtanken. Ich glaube eine Ladung. Das sind 50. Nee, doch 50 Liter geht in so eine Öllocation rein, in so einem Ölbeförderer. Und der reicht, glaube ich, wenn du den voll machst, für knapp 500. So, ich habe hier eins. Ah, fast. Und ich muss nachtanken.
So, das sollte passen. Und dann fahren wir halt an die Tankstelle. Die mache ich jetzt nicht mit meinem Dingsbums, mit meinem Ölwagen voll. Weil mir das. Ja, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir so selten. Was war das? Naja. Ja, ich glaube, die Videos sind viel zu lang. Die hätte ich viel kürzer machen können. Einfach ein kurzes. Kurze Erklärung, ein bisschen zeigen. Das hätte ich, glaube ich, in 20, 30 Minuten locker machen können. Aber dann könnt ihr mal sehen, wie schnell man tatsächlich, wenn man was zu tun hat, hier ein bisschen Zeit totschlagen kann. Ja, so langsam kriege ich Hunger. Gut, ich würde auch, glaube ich, hier jetzt mal Feierabend machen. Weil ich werde die Dinger voll tanken und dann wieder zurück. Und dann wieder zurückbringen. Also bis dahin, danke fürs Reinschalten. Wäre schön, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, was ihr davon haltet oder nicht, ob ihr mir zustimmt. Für die Leute, die das gucken, das wäre schön. Sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Es wäre aber, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war euer Ranger Graf Wallner von der Wilden Hilde auf der Farm Horse and Roses. Horse and Roses. Keine Ahnung, ich fand es halt lustig. Also, mach's gut. Tschüss.